Herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier. Barsch, wir fahren in Richtung Felden 36 und werden dort Gras ansehen. So ein bisschen, ne? Des Weiteren sehen wir noch nach wie vor Gerste auf Felden 12 aus und wir flügen auf 4 und auf der 6. Auf der 6 ist ein Takter unterwegs und auf der 4 sind 2 im Verband. So kleinen Flug von 4,50 Meter Arbeitsbreite, ich habe auf 4,20 eingestellt. Das klappt ganz gut. So, wir haben ja späten Abend. Hier haben wir eine Silage. Ja, das können wir nach und nach. Ne? Hier unsere schöne Gerste. Okay, immer vertauscht. Andere Zeiten und schon war es im Arsch. Gut, nicht zu ändern. Erfahrung macht sowas nicht. Mitten im Jahr. So. 3. Und hier will ich auch Gras belassen, denke ich mal. Oder? Ich weiß noch nicht genau. Mal sehen. Minuten. Nicht mehr heute. Das hätte ich so gedacht, die mögen ganz gerne den ersten Punkt nicht annehmen, wenn sie davor stehen, und dann nehmen sie den nächsten. So. Ersten. Dann ist ein Baum im Weg, ne? Das ist typisch. Ausklappen, was er vor dem Baum ist. So. Also ich werde im Großen und Ganzen keine Felder zusammenlegen, ich werde höchstens mir größere Felder kaufen, wenn es soweit ist. So, gucken wir gleich hier nach. Versatz. Das ist keiner. Passt. Und die hatte ich ja die Bäume entfernt gehabt. Die müsste jetzt mal flügen, ne? Dann wäre das vielleicht ein bisschen besser. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so tragisch. Kommt ja wieder Gras rein. Von daher ist nicht ganz schlimm. So. Oder ich gehe hierbei und flüge mal ganz kurz. Und mache die Aussaat hier manuell nach. Das kann ich machen. Fleißig. Wo ist der Große? Bin ich jetzt da eigentlich? Ach ja, geh. Den fahren wir zurück, ne? Dann können wir noch einen leicht zunehmen beim Gras aufsehen. Ja, dann mal im Winter sortieren, ne? Traktoren in die Halle bringen, die Geräte dann Möglichkeit auch. Und dann haben wir im Frühjahr wieder ein bisschen Ordnung, ne? So, Vollgas, ne? Okay, Flug auf. Klappen wir mal weg hier. Auf geht's. Nächste Arbeit lauert schon, ne?
Also die anderen beiden Felder, wenn das Flügen nicht fertig wird, irgendwie tragisch, da soll heute nichts mehr rein. Da kommt Hopfen dann im Frühjahr. So, das Teil damit immer hinstellen. Irgendwo ist gut, ne? Ist egal wo, steht im Weg. Also ist alles erwaschen und dann wegräumen. So. Tanken, ja. So. Kein Geld. Aber dann muss es reichen, ne? Da kann auch nichts reinkommen. Gut, dafür keinen Sack kaufen müssen. Und Geld ist irgendwie aktuell Mangelware, was wir kaufen. So, Gras. Das muss ich gleich machen, nachher vergesse ich das und dann ist das zu spät. Mein Gras und Rocken oder so wird sich vertragen beim Ernten, aber wenn du mehrere Sorten nebeneinander hast, also weiß ich, Weizen und Gerste, und beides so gleich sind reif, dann ist äußerst ungünstig beim Ernten. Und jedes Mal, wenn es anders hat, dann hört er wieder auf und dann hat er Probleme. Dann fliegt doch meist auch weg. Die Tür auf und N. So. Sag gut noch rein. Ja, morgen Vormittag wieder, Sonntag Vormittag. Das ist jetzt Folge Nummer 6. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Es geht immer ruckzuck hier. Wie gesagt, 7 Folgen am Stück zu machen, das macht sich besser, als wenn du immer zwischendurch eine machen sollst oder willst oder wie auch immer. Erstmal Konzentration, mal reinfinden, das dauert eine Weile und dann ist man kaum drin, ist wieder vorbei. Ne? Wie gesagt, Folgenlänge 15 bis 20 ist optimal. Alles andere ist aber jetzt zu langweilig. Und alle anderen wollen ja auch noch mal ein bisschen schauen können. Ne? Darum seid mal so eine Folge von um die gerade aufgelegen. Ja, ich finde auch diese Anfahrt ein bisschen zu steil, aber gut. Wie gesagt, das ist. Ein Deich kann es nur sein, wenn das entsprechend geschlossenes System ist, ne? Also sonst ist es kein Deich. Na gut, aber das ist ein anderes Thema hier. Dann müsste im Prinzip das am Kartenrand von A nach B komplett nur ein Deich sein. Oder mittendrin, aber auch dann komplett durch, ne? Nicht der Aufwand so tief ist? Nö. Auch nicht. So, sind wir schon da. Hier mal den Kurs kopieren und mittendrin anfangen, was geht. Dann machen wir hier ohne Verband. Draußen sind Jungvögel, eben kleine, die müssen nach Futter rufen. So, der hat schon die erste Runde gefahren. Hier mal kurz gucken, wo einer ist. Flügen nicht, das ist temporärer Kurs. 1,3 ist das nicht. Ups, Chip Tuning. Könnte das ja sein? Jups, ist er. So, und hier wäre mal einen passenden Wegpunkt.
Er macht ja noch ein Vorgewende, das ist er noch gerade bei. Und wir, er macht ja drei Vorgewende. Und mal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Wo Anfang und Ende ist. Dann ist da das Ende, dann mal hier ungefähr in der Mitte. Da sind da die Pfeile. So, mache ich kurz rein. Beginnen. Und dann werden wir hier den Kurs einfach annehmen. In der Hoffnung, dass er hier nicht später mit anderen kollidiert, ne? Beim Wenden. Die Gefahr besteht ja leicht. So. Können wir hier wegmachen. Die können wir ganz kurz einstellen. Aktiviert vielleicht, klappt das sogar. Na, eigentlich nicht, normalerweise nicht. Der macht ja nur verwandt, wenn du programmierst, ne? So. Gut. Jetzt soll ich links ein bisschen nacharbeiten. Den großen Flug. Das machen wir nicht lange durch, dann gehen wir gleich mal hier direkt rein. C. So, gut. Fahren wir los. Richtung Feldmoro 36. Da am Rand. Boah. Hier muss ich was tun. Oh ja, da. Und lag hier auch in der Erde, ne? Ja, macht nichts. Wir fahren Richtung Feldmoro 36 und machen die linke Seite ein bisschen begradigen, sagen wir so, ne? Noch drinnen, bevor es so kalt wird. Auf die Prozent CPU. Streaming-Rechner. Schon ein bisschen heftig. Obwohl wir gar nicht. OBS braucht nur 25. Wie gesagt, das ist ja auch alles auf 2K, ne? Ich habe nur festgestellt, dass 2K, dass man aber YouTube einen besseren Code kriegt, ne? Also einen anderen Code. Das optisch sieht besser aus. Wenn ich meinen Monitor meins anschaue und sage, oh, ist das für ein Scheiß. Ne? Also richtig prickselig, kann man sagen. Ne? Und mit 4K ist es deutlich besser. Bei anderen ist es zwar besser, HD, finde ich jedenfalls, aber bei mir weiß ich nicht, ob das so ist. Ich meine, ich lade ja im Prinzip bei ich mache in diesen Menge, die YouTube vorschlägt, bei HD mit 12.000 Sticks. Bei 2K mache ich 24.000 Bits. Und das ist deutlich besser. Kann immer trotzdem jeder noch HD gucken. Das ist aber von vorne eine bessere Qualität. Ne? Also wer HD hat, hat dadurch keine Nachteile. Wer einen 4K-Monitor hat, der hat dadurch deutliche Vorteile. Aber wie gesagt, das ist für niemanden dadurch ein Nachteil. Ne? Das wird optisch besser. Eindeutig besser. Die Lage lassen wir im Winter, falls wir doch mal was brauchen für die Tiere. Kann passieren, ne? So, mal Außenansicht. Dann wollte ich da vorne, da wo das ganze Gestrüpp ist, ein bisschen, ja, mit da vorne ist, bis zum Rand und da ist es dann gestrüppt. Deswegen mussten da auch die Bäume weg. So. Muss man ein bisschen drehen. Das sieht dann besser. Hier wir nochmal neu einsehen, das ist kein Problem. Das machen wir halt.
Feld erstellen. Z. Wenn man das macht, dann wird alles andere, was außerhalb des Feldes untergepflügt. Gibt da so ein Fahrzeug, da kann man sich das wieder alles original zurückmachen lassen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Hab ich nie gemacht. Ich mache jetzt hier mal das bis zum Graben weg. Mal gerade fahren, ne? Geht das schöne Dekogras weg. Aber gut, das ist halt so. Können wir nicht daran gehen. Können wir auch Licht machen, ne? Wir haben ja was Licht. Und dann können wir nachher mit der Seemaschine das nacharbeiten. Es ist 7:30, wird noch dunkel, ne? Wenn hier noch ein Baumstumpf wäre, dann wäre es schlecht. Dann müsst du den noch wegmachen. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Rest Samstag. Und hier ist ein Baumstumpf. Dann seid mal tschüss und ciao ciao. Morgen geht's weiter. Tschüss.